Vor fast 2 Jahren habe ich mich entschieden, nur noch Secondhand-Kleidung oder Fair-Fashion-Kleidung zu kaufen. Und wie mir das gelungen ist, das zeige ich dir in meinem Lookbook. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Und heute gibt es wieder ein Lookbook, ein Secondhand-Fair-Fashion-Lookbook. Ist natürlich mehr Secondhand bei mir. Und ich habe bereits schon so ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier, da guckst du mal rein. Und im Community-Tab habe ich auch schon gefragt, ob ich nochmal so ein Video machen soll. Also habe ich nochmal angefangen, meine Outfits zu filmen. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir legen los mit Outfit Nummer 1. Und da habe ich eine Jeansjacke getragen, die ist von Miss 60. Die ist ein bisschen zu eng, gebe ich wirklich zu. Aber sie ist Stretch, also ich kriege die zu. Ich hätte trotzdem gerne eine, die so ein bisschen lockerer sitzt. Das goldbraune Oberteil, das ich dazu trage, das ist von der Marke, die hätte ich noch nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Ebenfalls Secondhand. Ich glaube, das war Street One. Mir ist es inzwischen so egal, von welcher Marke die Sachen sind. Hauptsache, sie gefallen mir. Aber ich finde es schon interessant zu sehen, dass ich stellenweise jetzt einfach Markenkleidung trage. Die hätte ich niemals. Nee, nee, nee. Dazu habe ich die rote Edelsteinkette getragen, wo ich jetzt gerade nicht weiß, was für ein Edelstein das ist. Das habe ich mir früher von meinem Brieffreund geschenkt bekommen. Die habe ich schon locker 25 Jahre, wenn nicht länger. Und wenn du weißt, was für ein Edelstein das ist, kannst du mir das gerne unten in die Kommentare packen. Dass ich die noch habe, ist wirklich, wirklich eine tolle Sache. Zu der ganzen Geschichte habe ich meine LTB-Jeans wieder getragen und bei mir ist es immer so ein bisschen schwierig, welche Hose passt mir, welche Hose passt mir nicht. Und auch da habe ich bei Jubab bestellt, habe mir einfach gleich 4 Hosen bestellt und davon haben 2 gepasst und das war echt super. Und davon war eine eben die LTB, die einen hohen Stretchanteil hat. Und dazu habe ich die hellen Chelsea Boots getragen, die ich ebenfalls bei Jubab für 7,90 € bezahlt habe. Also so günstig Schuhe habe ich noch nie geschossen, muss ich an der Stelle sagen. Outfit Nummer 2, da hatte ich ein schwarz-weiß gestreiftes Shirt an. Das war bis letztes Jahr lustigerweise immer noch eins meiner Lieblings-T-Shirts. Inzwischen ist es nicht mehr so. Also es wurde abgelöst. Ich trage es also nicht mehr ganz so gerne, weil halt dieser Stoff nicht ganz so atmungsaktiv ist. Dazu habe ich wieder die Jeansjacke angehabt. Dazu habe ich die LTB-Jeans angehabt. Also bei mir ist es so, wenn ich eine Jeans trage, dann trage ich die halt schon eine Weile, bis sie dann dreckig ist. Entweder bin ich so ein kleiner Dreckspatz und kann halt nicht essen und es landet irgendwas auf der Jeans oder sie ist halt dann wirklich drüber. Meine schwarzen Athletics hatte ich als Schuhe an. Die hatte ich mir gekauft, als meine Chucks aufgegeben haben. Nochmals, Chucks wollte ich nicht kaufen. Da wollte ich eben eine Fair Fashion Alternative haben. Und Athletics ist halt vom Preis einfach richtig in Ordnung. Also meine schwarzen Athletics haben eigentlich im Endeffekt genau das gleiche gekostet, was Chucks auch kosten. Und sie heben immer noch. Also sie sind nicht ganz gleich wie Jugs, aber fast. Also viele Unterschiede gibt es da nicht. Sie sind halt am Anfang super, super steif. Weil ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie sich Jugs am Anfang verhalten. Das ist bei mir einfach schon zu lange her. Ich weiß halt eben, wie es bei den Athletic-Schuhen sind. Und ich kann die wirklich empfehlen. Beim Outfit Nummer 3 habe ich jetzt eine kleine Abwandlung drin. Da habe ich wieder das schwarz-weiß gestreifte T-Shirt. Die LTB-Jeans, die halt echt Gott sei Dank wirklich gut sitzt. Da ist eben halt ein hoher Stretchanteil drin. Und da kann ich wirklich empfehlen, wenn man wirklich nicht so einfache Größe hat wie ich. Ich sage immer, von 10 Hosen passen mir 11 nicht. Dass man sich bei Jubab einfach mehrere bestellt. Also man hat einfach die Möglichkeit, mehrere zu bestellen und die dann kostenfrei zurückzuschicken. Natürlich immer mit dem Aspekt, dass du eben auch eine Jeans kaufst und nicht einfach bestellst und wieder zurückschickst. Ist natürlich auch nicht ganz umweltfreundlich. Dazu habe ich jetzt meine grüne H&M-Jacke an. Die ist nicht Fair Fashion, die habe ich noch auf herkömmlichem Weg gekauft, also Fast Fashion. Aber so lange wie ich die schon trage, kann die schon gar keine Fast Fashion mehr sein. Sie gibt jetzt so langsam auf, also sie ist jetzt schon so ein bisschen abgeschliffen.
Aber ich mag die Jacke einfach, weil zum einen Mütze, es ist im Herbst halt einfach oft so, dass es hier feucht ist und dann hat man schnell mal eine Mütze auf. Und ich glaube, die hat mich damals um die 50 Euro gekostet. Wenn die wirklich ganz aufgibt, dann suche ich natürlich wieder so eine. Dazu habe ich meine grünen Pumas an, die habe ich ebenfalls ge gebraucht gekauft. Und dazu sage ich immer so schön, die sind aus Leder. Also da habe ich mir dann wirklich überlegt, Lederschuhe ja oder nein? Ich habe halt mit Kunstlederschuhen habe ich bis dato nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht, weil jeder Kunstlederschuh, den ich hatte, der war frühzeitig kaputt, kann man an der Stelle sagen. Und Kunstlederschuh ist halt nicht gleich vegan, weil Kleber etc. eben auch unvegan sein kann. Outfit Nummer 4 besteht aus meinem schwarz-grün gestreiften Kleid, das ebenfalls noch auf herkömmlichem Wege bei H&M gekauft wurde. Aber das habe ich auch schon mega lange und das trage ich auch relativ oft. Und das kann mal wirklich so einen Monat oder so hängen im Kleiderschrank, aber dann nehme ich es echt auch wieder her, weil es einfach geschickt ist. Dazu natürlich immer, 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 immer eine schwarze Leggings. Und als Jacke habe ich da meine grüne Bomberjacke genommen, die immer noch so müh zu warm ist. Also ich dachte eigentlich, ich könnte eine Ersatzjacke finden für meine grüne Jacke von H&M, die halt ein bisschen anständiger aussieht. Jetzt ist die Bomberjacke müh noch zu warm. Also muss es noch ein bisschen kälter werden. Dann ist die, glaube ich, wirklich perfekt so als Übergangsjacke, wenn es direkt zur Winterjacke geht. Was habe ich dazu getragen? Die Gabelkette. Die habe ich damals mal auf dem Markt gekauft bei uns. Es gibt das Kulturufer. Und da war ein Schmied da, der direkt dieses Besteck für dich verbogen hat. Und da habe ich mir so eine Gabelkette machen lassen. Und als Schuhe trage ich diesmal schwarze Chelsea Boots. Die habe ich auch jetzt frisch gekauft, weil meine anderen schwarzen Chelsea Boots, die hatten in der Sohle ein Loch. Total unpraktisch. Von oben sahen die immer noch super aus, aber unten Loch. Und dann kannst du halt nichts mehr machen. Also der Schuh ist halt dann nicht mehr wasserdicht und nix. Und dann bin ich halt hergegangen und habe mir Ersatz gekauft und ebenfalls gebraucht und habe, glaube ich, für die 12 Euro bezahlt. Das ist also auch wirklich in Ordnung. Outfit Nummer 5 besteht aus einem Pulli, den ich auf dem Flohmarkt gekauft habe für 3 Euro. Und da ist auf dem Pulli ist so ein Trockenblumenbrand drauf. Das soll anscheinend eine Marke sein für Jugendliche. Ich wollte das erst auf dem Flohmarkt liegen lassen, weil das hat tatsächlich die Größe 2XL und ich habe mir gedacht, hey, also das sauf ich ja, das geht ja gar nicht. Hast dann an mich hingehoben und gesehen. Passt vollkommen, das ist so ein grün-grau, also so ein Farbton, den ich eigentlich richtig cool finde. Dazu habe ich diese Hose getragen, die über den Bauch geht, also die High-Waist ist. Ich glaube, der Farbton nennt sich Teal, so ein blau-grün ist das. Und die habe ich ebenfalls gebraucht, bei Jobab gekauft. Und erst dachte ich, könnte die im Sommer tragen, aber die ist halt einfach für den Sommer echt zu warm. Und als Schuh hat da wunderbar der helle Chelsea Boots gepasst, den ich für 8 Euro geschossen habe. Und ich hatte mir an dem Tag, das weiß ich noch, habe ich mir mal so preislich angeguckt, wie viel mein Outfit wert ist. 3 Euro der Pulli, 10 Euro die Hose, 8 Euro die Schuhe. Also günstiger geht's überhaupt nicht. Outfit Nummer 6 besteht aus einem Oberteil, das ich noch bei H&M ganz normal gekauft habe. So lange ist das schon bei mir im Kleiderschrank und da ich das einfach regelmäßig anziehe, kommt es auch nicht weg. Grau, lila gestreift und hat so mit halblangen Ärmeln, so wie es jetzt einfach perfekt ist. Also wir haben es schon ziemlich Herbst, aber stellenweise zu warm für Pulli, zu kalt für T-Shirt und das sind so halblange Sachen halt immer ganz gut. Und die trage ich dann zu der Jahreszeit halt dann auch immer wahnsinnig gerne. Dazu habe ich eine Mari Jeans an, die ebenfalls einen hohen Stretchanteil hat und die ich mir mit der LTB zusammen gekauft habe. Und Gott sei Dank passt die auch super. Also ich bin echt für jede Jeans, die mir passt, das sage ich vielen Dank, weil es ist echt schwierig, mal was Passendes zu finden, muss ich sagen. Dazu trage ich meine grüne H&M-Jacke, was einfach super gut gepasst hat. Und jetzt kommt's.
Die Schuhe, die sind so toll. Also ich habe die eigentlich gar nicht mehr eingeplant, weil ich sie eigentlich in dem Stil eigentlich auch nicht brauchen würde. Aber sie mussten dann doch mit 5 Euro auf dem Flohmarkt. Die sind ein bisschen wie die Supergas, aber es sind keine Superga-Schuhe. Das ist eine Nachmache. Und ich trage die so gerne. Ich trage die auch heute. Die sind so super bequem und gerade jetzt super. Also gibt keinen besseren Schuh. Ich bin echt froh, dass ich den gefunden habe, auch wenn ich ihn vielleicht nicht so wirklich gebraucht hätte. Ich kaufe meine Kleidung hauptsächlich bei Jubab oder auf dem Flohmarkt. Jubab ist halt ganz geschickt, irgendwie, dass man sich halt die Sachen erstmal bestellen kann und gucken kann. Das ist vielleicht bei Kleiderkreisel, wenn du das Ganze privat machst, halt eben nicht ganz so geschickt. Und da dir nicht alles wirklich passt und steht, ist Jubab mir eigentlich hauptsächlich immer so Anlaufspunkt. Ansonsten halt wirklich Flohmarkt oder Secondhand. Oder wenn ich mir mal was für Fashion kaufe. Meine Socken sind zum Beispiel von Tok Tok. Also da kaufe ich auch keine herkömmlichen mehr, weil ich einfach gemerkt habe, die H&M-Socken beispielsweise, die gehen so schnell kaputt. Und die Tok Tok Socken, die leben halt. Alle, die ich mir bis jetzt gekauft habe, sind alle noch tadellos. Kein Loch, nichts dran. Das ist der Wahnsinn. Und sie sind vom Preis her wirklich richtig, richtig gut. Ja, warum mache ich das Ganze hier? Um euch einfach zu zeigen, dass man sich eben auch mit Kleidungsstücken kleiden kann, die bereits schon auf dem Markt sind. Das ist ganz wichtig. Der zweitgrößte Kleidungsberg auf der Welt sind Kleidungsstücke. Mal von der Herstellung abgesehen, die herkömmliche Herstellung von Kleidungsstücken, das ist richtig schmutzig. Mal davon abgesehen, dass die Arbeiter einfach vergiftet werden. Gerade Jeansproduktionen, die Arbeiter kriegen häufig dann auch Lungenprobleme, gerade dieses Stonewash und so. Also das sind halt einfach Sachen, die man wirklich berücksichtigen muss. Und von dem her ist es einfach schlauer und klüger, sich von Kleidungsstücken halt bedienen zu lassen oder falsch gesagt Kleidungsstücke zu kaufen, die bereits schon auf dem Markt sind. Und das hatte ich mir halt vor über 2 Jahren wirklich geschworen und jetzt ist mein Kleiderschrank fast nur noch mit Secondhand-Kleidungsstücken voll und ich habe noch nie so viel Qualität in meinem Kleiderschrank gehabt. Was sagst du zu dem ganzen Thema? Kannst du mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!